Es war so warm und angenehm. Es war zwar dunkel, doch trotzdem schön. Denn ich lag in Mamas Bauch. Die Nahrung kam durch einen Schlauch. Ich musste nicht reden, musste nicht kauen. Mein Leben war ein wahrer Traum. Ich musste nicht selber essen, bis eines Tages einer rief: Presse! Ich kam zu früh, ich hab es eilig. Ich wollte raus, etwas sehen von der Welt. Drin war's dunkel und auch fad. Gab nur die Nabelschnur, sonst gar nichts, was mich hält. Sie hat ein weißes Häubchen auf. Ja, sie ist zuckersüß. Und wenn vor Lust ich nur mehr schnauf und ich es nachher wieder büß. Ihr geiles Innenleben macht mich vollständig verrückt. Darum leck ich einmal sacht über sie, ich bin entzückt. Yeah. Oh. Doch hätte ich drauf hören sollen, was mir mein Meister sagt. Mit Übergewicht im Schornstein man sich beim Klettern plagt. Ich hätte ihm Glauben schenken sollen, doch nun, da bin ich hier. Ich stecke fest und hoffe, dass ich mich nicht blamier. Bin Schornsteinfeger, kann mich nicht bewegen. Muss immer bei denselben Leuten fegen. Doch meine Einkaufsliste hab ich verloren und nun steh ich da und habe ein Riesenproblem. Sicher hätte ich mir gewünscht, ich hätte sie noch, doch hab ich meine Liste seit Saus nimmer gesehen. Selbst das Wasser brennt bei dir an und ich sag mir, irgendwann musst du begreifen, Spaghetti sollen beim Kauen nicht krachen. Und trotzdem kochst du ständig solche Sachen. Sieh doch ein, dass das Kochen nicht dein Hobby ist. Versuch's mit Strickern oder mit Gärtnern oder als Lobbyist. Mach doch Yoga, geh doch wandern oder such dir einen anderen. Geh doch Bungee-Jumpen, gern auch ohne Seil. Weil dann bleibt unsere Küche heil. Heute Abend wird gesungen, wird gespielt und auch gelacht. Denn wir haben uns für euch ganz viele Lieder ausgedacht. Und wir sollten jetzt beginnen, halt, wir sind schon längst dabei. Also sagen wir willkommen bei Soul Food.